Hallo alle zusammen! In diesem Video möchte ich Ihnen die beste Software zur Wiederherstellung verlorener Daten von Linux Dateisystem Practitioner vorstellen, wie man Daten aus XD4, 3 und 2 wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die meisten modernen Linux-Distributionen verwenden standardmäßig das XD4-Dateisystem. So wie frühere Distributionen das X3, X2-Dateisystem und einmal X verwendet haben. Das X2-Dateisystem entfernt teilweise Informationen über die gelöschte Datei und insbesondere Links zu Dateinamen, sodass es fast unmöglich ist, Dateinamen wiederherzustellen. Die protokollierten Dateisysteme XD3 und XD4 führen die Löschung über das Protokoll durch. Die Ergebnisse der Datenwiederherstellung von diesen Systemen hängen weitergehend von der Größe des Protokolls und der Zeit ab, zu der das System nach dem Löschen der Datei Betriebssystems ist. Die Ergebnisse der Datenwiederherstellung von diesen Systemen hängen weitergehend von der Größe des Protokolls und der Zeit ab, zu der das System nach dem Löschen der Datei betriebsbereit ist. Wenn Sie wichtige Informationen verlieren, sollten Sie daher sofort Maßnahmen ergreifen. Hören Sie nämlich auf das Laufwerk zu schreiben, von dem die Daten gelöscht wurden, und finden Sie ein gutes Programm, das Ihnen bei der Wiederherstellung hilft. Wir haben einige der beliebtesten Programme ausgewählt, die Ihnen bei der Wiederherstellung helfen werden, und haben Tests durchgeführt. Sehen Sie unten, welchem Programm es gelungen ist, die verlorenen Informationen von der Festplatte wiederherzustellen. Bevor wir mit dem Test von Programmen beginnen, sollten wir die Struktur des Dateisystems analysieren. Diese Art von Dateisystem besteht aus einem Loader mit einer Blockgruppe. Am Anfang der Struktur steht der Superblock, gefolgt von den Group-Deskriptoren. Als nächstes folgt Block Bitmap, gefolgt von der Bitmap, den Index-Deskriptoren. Als nächstes folgt OnTable und am Ende stehen unsere Daten. Date. Das XD4-Dateisystem sieht wie ein Bibaum aus, daher liegen die Dateien in den Blättern dieses Baumes selbst und um an sie zu gelangen, muss das Datenwiederherstellungsprogramm diese Kette durchlaufen. Wenn Sie einige Elemente aus dieser Kette entfernen, findet das Dienstprogramm möglicherweise keinen Weg zu den Daten. Im weiteren Verlauf des Tests werden wir versuchen, einige Elemente aus Dateisystemstruktur zu entfernen, um zu sehen, wie Programme damit zurechtkommen. Unter Windows können Sie den Inhalt eines Wechselauflaufwerks, Flash-Laufwerk, externe Festplatte mit dem XD4, 3 und 2 Dateisystem nur mit speziellen Hilfsprogrammen oder durch die Installation eines speziellen Treibers anzeigen.
Datenwiederherstellungssoftware ermöglicht es Ihnen, ein solches Gerät zu sehen und Daten davon wiederherzustellen. Für die Tests haben wir einige der beliebtesten Datenwiederherstellungsprogramme ausgewählt. Hetman Partition Recovery, RStudio, OS, Recover und DiskDrill. Nach dem vorläufigen Test mussten wir eines der Programme ausschließen, weil es nur einen kleinen Teil der Dateien auf dem Laufwerk mit dem Dateisystem XT4 finden konnte. Es handelt sich um das Programm Recover. Es zeigte das schlechteste Ergebnis, indem es nur 20% der verlorenen Daten wiederherstellte, sodass wir beschlossen, es von diesem Test auszuschließen. Also, lassen Sie uns mit dem Testen der Software beginnen. Auf einem PC mit Linux haben wir eine Testdiskette mit XT4 Dateisystemen erstellt. Wir kopieren Daten auf die Festplatte, zum Beispiel einige Fotos, Videos, Dokumente. Dann entfernen wir einige der Daten und unmoden das Volumen. Der Test wird auf einem Computer mit Windows 10 durchgeführt. Schließen Sie ein XT4-Laufwerk an. Windows 10 erkennt das X-Dateisystem nicht. Sobald Sie das Laufwerk angeschlossen haben, werden Sie sehen, dass das System das Gerät nicht erkannt hat und bietet Ihnen an, das Laufwerk zu formatieren, um es zu verwenden. Sie brauchen nichts zu formatieren. Starten Sie das erste Dienstprogramm, Hetman Partition Recovery, und scannen Sie das Laufwerk. Wie Sie sehen können, zeigt das Programm das Laufwerk an. Definiert das Dateisystem, zeigt den Namen und die Größe an. Lassen Sie uns zunächst einen Schnellscan versuchen. Wie Sie sehen können, findet das Programm beim Löschen solcher Dateien Leichtdateien. Eine vollständige Analyse ist nicht erforderlich. Das hat uns eine Menge Zeit erspart. Gelöschte Daten sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Alle Dateien können in einer Vorschau angezeigt werden und stehen zur Wiederherstellung zur Verfügung. Die Laufwerkstruktur, alle Dateien und Ordner werden an ihrem Platz gespeichert, was die visuelle Suche nach verlorenen Daten erheblich erleichtert. Das Programm hat die Aufgabe gemeistert und diesen Test erfolgreich bestanden. Starten Sie das nächste RStudio-Dienstprogramm. Er zeigt auch das Testlaufwerk an, definiert sein Dateisystem, zeigt seinen Namen und seine Größe an. Lassen Sie uns den Inhalt des Laufwerks sehen. Das Programm hat auch alle Dateien gefunden. In der Vorschau wird alles außer den Dokumenten angezeigt. Die Plattenstruktur wird gespeichert, alles steht zur Ansicht zur Verfügung. Bei einer Schnellanalyse zeigt das Programm keine Vorschau auf den Inhalt von Dokumenten an. Lassen Sie uns also versuchen, eine vollständige Analyse durchzuführen. Die vollständige Analyse ergab das gleiche Ergebnis. Das Programm bestand den Test, aber es gaben einige Schwierigkeiten bei der Anzeige von Dokumenten. Starten Sie das folgende Dienstprogramm, Easy Data Recovery Wizard. Das Programm zeigt die Festplatte, ihren Namen und ihre Größe an. Der Dateisystemtyp wird nicht angezeigt.
Scannen wird das Laufwerk. Das Programm beginnt sofort mit dem erweiterten Scannen. Es zeigt die Dateien an, aber die Plattenstruktur wird nicht gespeichert und alle Dateien sind nach Typ in getrennten Ordner versteuert. Hochwahrscheinlich analysiert das Programm das Laufwerk mit Hilfe einer Tiefenanalyse, was bei großen Informationsmengen ein recht langer Prozess ist. Also sehen wir uns die Ergebnisse an. Das Programm hat alle Dateien gefunden. Sie sind nach Ordner nach ihrem Typ verstreut. Es gibt Dokumente, Sie können den Inhalt in der Vorschau sehen. Video, ein Datei beschädigt. Foto, alles in seinem Platz. Die gelöschten Dateien sind in keiner Weise markiert. Es ist nicht klar, welche von ihnen gelöscht wurden und welche auf dem Laufwerk verbleiben. Nun an ihrer Anzahl kann man erkennen, dass alle Dateien vorhanden sind. Wenn Sie eine große Anzahl von Dateien haben, ist es schwierig, die erforderlichen Dateien zu finden. Sie müssen viel Zeit aufwenden, um sie alle durchzublättern. Das Programm hat die Aufgabe gewältigt. Es war nicht möglich, ein Video wiederherzustellen. Die nächste in der Reihe ist Disk Drill. Das Programm sieht unsere Festplatte, zeigt ihren Namen und ihre Größe an. Führen Sie den Scan aus. Wie Sie sehen können, ist eine Schnellanalyse nicht verfügbar. Führen Sie eine tiefe Analyse durch. Das Ergebnis der Tiefanalyse. Das Programm hat die Daten gefunden. Die Festplattenstruktur ist verloren gegangen. Die Dateien wurden je nach Typ in Ordner verteilt. Dateinamen sind verloren gegangen. Es gibt alle Fotos, ihre Wortschau ist verfügbar, Videos, alles wird abgespielt. Eine Datei ist beschädigt, Dokumente. Sie können auch den Inhalt sehen. Das Programm hat die Aufgabe bewältigt. Die Analyse nahm viel Zeit in Anspruch, was sich vor allem bei einer großen Plattengröße und einer großen Anzahl von Dateien bemerkbar machen wird. Die Analyse und Suche nach verlorenen Daten wird lange dauern. Alle Dienstprogramme haben den ersten Test bestanden und ein recht gutes Ergebnis erzielt. Als nächstes werden wir abwechselnd die Hauptelemente der Dateisystemstruktur entfernen, nämlich den Hauptsuperblock, die Haupttabelle des Deskriptors und am Ende entfernen wir alle Superblocks und sehen uns die Ergebnisse an. Im zweiten Test werden wir also den Hauptsuperblock entfernen. Der Suchalgorithmus unseres Programms ermöglicht Ihnen die einfache Wiederherstellung von Daten auch bei einer beschädigten Dateisystemstruktur. Mit Hetman Partition Recovery können Sie Speicherplatz mit Hilfe des Signaturanalyse-Algorithmus analysieren. Wenn das Gerät Sektor für Sektor analysiert wird, findet das Programm bestimmte Bytefolgen. Dabei umgeht das Programm verlorene Kettenelemente und zeigt dem Benutzer die Daten an. Wenn die gesamte Struktur des Dateisystems gelöscht wird, jedoch noch Ordner auf Null-Ebene vorhanden sind, beeinträchtigt dies die Datenwiederherstellung nicht und das Programm zeigt die Daten an. Nun wollen wir sehen, wie es in der Praxis funktioniert. Lassen Sie uns Partition ausführen. Das Programm sieht unser Laufwerk, definiert seinen Namen, Dateisystemtyp. Wir öffnen das Laufwerk, wählen eine Schnellanalyse. Das Ergebnis ist dasselbe wie beim letzten Test. Alle Daten sind vorhanden und können eingesehen werden. Sie können wiederhergestellt werden. Das Programm hat die Aufgabe, auch ohne eine vollständige Analyse mit einem vorhandenen Ergebnis erfüllt. Die Struktur und die Dateinamen werden gespeichert und sind alle in der Vorschau verfügbar. Der zweite Test wurde erfolgreich bestanden. Starten Sie RStudio. Das Programm sieht auch das Laufwerk, zeigt den Namen und den Typ des Dateisystems an. Das Ergebnis ist das gleiche wie im vorherigen Test.
Sie können den Inhalt der Dokumente nicht sehen. Nach vollständiger Analyse hat sich die Situation nicht geändert. Die Plattenstruktur und die Dateinamen sind gespeichert. Alle Daten sind vorhanden, das Programm hat den Test bestanden. Ihr einziger Nachteil ist, dass sie den Inhalt von Dokumenten nicht anzeigt. Der nächste in der Reihe ist Julius. Das Programm sieht das Laufwerk wie im vorherigen Test und zeigt den Dateisystem nicht an. Führen Sie den Scan aus. Nach dem Scannen sehen wir das gleiche Ergebnis. Die Dateien sind in Ordnung verstreut, keine Plattenstruktur, verlorenen Dateinamen, Dokumente zeigen alles an seinem Platz. Ein Video ist beschädigt. Höchstwahrscheinlich kann es nicht wiederhergestellt werden. Das Programm hat den zweiten Test bestanden. Der nächste in der Reihe ist Giskdrill. Das Programm zeigt das Laufwerk, seinen Namen und seine Größe an. Die schnelle Suche ist nicht verfügbar. Starten Sie den tiefen Scan. Das Ergebnis ist dasselbe wie beim ersten Test. Keine Laufwerkstruktur, verlorene Dateiname, aber alle Daten sind vorhanden. Sie können den Inhalt sehen. Eine Datei ist beschädigt. Im nächsten Test entfernen wir die Haupttabelle des Deskriptors. Wir analysieren die Festplatte mit Partition. Das Ergebnis ist dasselbe wie im vorherigen Test. Sie können es auf dem Bildschirm sehen. Nun sehen wir uns das Ergebnis von RStudio an. Auch hier ist alles unverwendet, nur der Inhalt der Dokumente wird nicht angezeigt. Aber am Ende hat das Programm sie wiederhergestellt. ISIS hat auch keine Änderungen. Sie sehen das Ergebnis auf dem Bildschirm. Eine Videodatei ist beschädigt. Lassen Sie uns sehen, was Giskdrill findet. Im dritten Test zeigte Giskdrill das schlechteste Ergebnis. Das Programm fand die meisten Dateien nicht. Auch nicht die, die nicht gelöscht wurden. Das Programm bietet an, das gesamte Laufwerk zu scannen. Mal sehen, ob dies seine Ergebnisse verbessert. Und das ist eine ganz andere Sache. Das Programm hat alle Dateien gefunden. Es gibt ein beschädigtes Video. Insgesamt hat das Programm diesen Test bewältigt, obwohl es mehr Zeit aufwenden musste. Was kann abschließend gesagt werden? Alle Programme haben unsere drei Tests bestanden, jedoch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Hetman Partition Recovery schaffte es, alle Dateien, die gespeicherte Plattenstruktur und Dateinamen zu finden. Alle Daten wurden wiederhergestellt. RStudio hat auch alle Dateien, die Struktur und Namen der Dateien bleiben erhalten. Sie werden nicht in den Vorschau-Dokumenten angezeigt, aber sie wurden trotzdem wiederhergestellt.
Zeus fand alle Dateien, die Plattenstruktur ging verloren. Dateien werden nach Typ in Ordner sortiert, Namen gehen verloren. Zeus konnte ein Video nicht wiederherstellen. Und diesen Drill. Das Programm fand alle Dateien, die Plattenstruktur und die Dateinamen gingen verloren. Eine Videodatei war beschädigt. Sie wurde wiederhergestellt, aber nicht vollständig. Wir haben also die Ergebnisse erhalten und Sie können entscheiden, welches Programm zur Wiederherstellung verlorener Informationen ausgewählt werden soll. Es liegt jedoch an Ihnen, welches Programm besser ist und welches Sie auswählen sollen. Ich möchte nur noch Folgendes hinzufügen. Der Algorithmus unseres Programms erlaubt es Ihnen, die Ordnerstruktur und den Dateinamen zu speichern, was die Suche nach der richtigen Daten vereinfacht und Ihre Zeit spart. Außerdem kann unser Programm ein Disk-Image für eine spätere Wiederherstellung erstellen, was der Standard für die Arbeit mit ausgefallenen Medien ist. Einige Programme aus dem Test bieten diese Funktion nicht. Der Algorithmus unseres Programms erlaubt es Ihnen, Daten wiederherzustellen, selbst wenn Sie den größten Teil des Dateisystemstruktur löschen und wenn noch Daten auf dem Datenträger vorhanden sind, ist es in der Lage, diese wiederherzustellen und dem Benutzer anzuzeigen, da es während der Suche eine Signaturanalyse verwendet. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.